Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zum spannenden Thema Programmiernetzplan. Was geht hier ab? Wir wollen uns hier mal ein bisschen anschauen, in die Welt hier der Programmierung gehen. Oftmals hat man das Problem, man weiß nicht so richtig, soll ich jetzt mit HTML anfangen, soll ich mit CSS anfangen, soll ich mit C++ anfangen und so weiter. Und das wollen wir uns natürlich hier heute ein bisschen näher hier anschauen. Es wird spannend hier. Und ihr seht schon, ich habe hier so ein Bild hier vorbereitet, ja. Also es gibt ja manchmal, fängst du an und dann landest du schlimmstenfalls in der Wüste, ja. Und das Video soll so ein bisschen aufklären, mit was für Techniken kannst du cool an Start gehen, welche Techniken werden oder Technikkombinationen werden oftmals benutzt, wenn du ja, Einsteiger wirst. Auf das wollen wir uns hier alles so ein bisschen näher hier anschauen. Viel Spaß, es geht los. So, gucke ich mal, dass ich hier mein Bildschirm hier komme. So, und ich habe das Ganze hier natürlich auch schon etwas aufgezeichnet. Und ihr seht schon, ich habe hier interaktiv geschrieben. Das heißt, du kannst hier unten natürlich unter dem Video alles Mögliche dir noch, ja, noch reinschreiben, wenn du zum Beispiel ja, eine gute Erfahrung gemacht hast, mit HTML zu starten und so weiter. Ja. Es könnte natürlich anderen helfen, die vielleicht auch erst angefangen haben. Vielleicht hast du auch noch ein paar gute Tipps für Einsteiger. Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Wir starten hier und gucken uns zunächst hier an. Oftmals wird ja begonnen mit der sogenannten Frontend-Entwicklung. Ja. Was bedeutet das überhaupt? Also gehen wir hier mal so ein bisschen in die Techniken hier rein. Ja. Und wir haben hier also HTML am Start. Für was wird das benutzt? HTML ist keine Programmiersprache. Ja. Ich schreibe hier, ich habe hier so ein kleines Feld noch hier, Hintergrundwissen, ja, damit du immer up to date bist. Also keine Programmiersprache, sondern eine ja, Markup-Sprache ist. Ja. Also ist praktisch so eine Auszeichnungssprache. Ja. Markup. Ich kürze mal ab. Ja. Markup-Sprache. Und für was braucht man die? Brauchst du zum Beispiel, wenn du für eine Webseite was baust und das ist praktisch für die Struktur zum Beispiel einer Webseite. Ja. Struktur. Ja. Da brauchst du HTML. Ja. Dann kann es ja sein, du willst, ja, du musst jetzt zum Beispiel. Weißt du nicht so richtig, wie man ein Bild hier reinkriegt, ja, oder wo das Bild genau auf der Webseite sein soll, dann brauchst du CSS. Ja. CSS nennt sich Cascading Style Sheet Sprache. Ja. Mit der Sprache ja, bestimmst du praktisch, ja, wo soll denn das Bild hin? Ja, wie viel Abstand soll, wenn das jetzt deine Website ist, ja, wie viel Abstand soll dann sein zwischen den einzelnen Bildern? Wie soll der Hintergrund aussehen und so weiter? Alles, was mit Style und Layout zu tun hat, das machst du mit CSS-Code. Ja? Ganz wichtig hier, genau. Und was kannst du mit JavaScript machen? Da kannst du praktisch ja, Funktionen schreiben. Ne? Funktionen. Damit schreibst du JavaScript Code. Ja. Und dieses Paket, sage ich mal, ja, HTML, CSS, JavaScript wird eben sehr oft in der Kombination benutzt. Oder vielleicht hast du auch in einer Jobbörse mal so ein bisschen geschaut, ja, was wird überhaupt gesucht als Programmierer? Steht da oftmals, ja, wir suchen Frontend-Entwickler, ja, und dann kommt auf jeden Fall, sind die drei Techniken oftmals am Start, HTML, CSS und JavaScript. Ja, so. Nun könntest du sagen, wunderbar, ich check die drei Sachen und dann bin ich cool am Start. Nicht ganz, oh, solltest noch ein bisschen mehr lernen, ja. Häufig sind sogenannte, ja, es gibt Bibliotheken und Frameworks. Ja. Also wenn du diese drei Sachen hier gelernt hast, ja, das ist schon mal ziemlich cool dann. Dann kannst du eben React.js, Vue.js oder Angular lernen. Ja, hier kannst du so ein bisschen wählen, es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Firma sucht. Oder ja, am liebsten haben die Leute natürlich, wenn man alles kann, ja. Aber ja,
Also React.js wäre jetzt zum Beispiel eine Bibliothek. Ja. Vue.js wäre also ein Framework praktisch, ja, so ein Programmiergerüst, ja. Und Angular auch ein Framework. Ja, schreibe ich dir hier mal so ein bisschen auf, falls du das irgendwie liest, so dass du immer so ein bisschen weißt, okay, diese Techniken sind so grob, also im Frontend. Was bedeutet das Frontend? Frontend heißt das, stell dir vor, du zückst morgens dein Handy, ja, und klickst auf irgendeine Webseite und dann siehst du ja Texte, Bilder und so weiter. Ja, so wie das jetzt, wenn das jetzt eine Webseite wäre. Da siehst du Texte, Bilder und so weiter. Und das ist das Frontend. Ja. Weil es gibt eben auch noch das Backend, da kommen wir später nochmal dazu. Und das ist eben das, was du nicht siehst. Also so kann man es eigentlich einfach merken. Ja. Frontend ist immer das, was du siehst auf deinem Handy, ja, oder auf deinem Rechner. Ja. Die Bilder, die Texte, der Hintergrund. Ja. Und Backend ist eben das, was du nicht siehst. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel hier so grob Frontend, ja. Frontend-Entwicklung. Schreibe ich hier mal. So, ja. Spannende Sache wird natürlich auch oft gesucht, ja, von vielen. Was jetzt noch wichtig wäre, wäre hier natürlich auch noch, wird manchmal auch, ja, also die responsiven Techniken, ja. Ich schreibe mir hier auch noch dazu. Die habe ich jetzt gar nicht hier extra farblich dargestellt, da können wir auch hier zuschreiben, was bedeutet das. Ja, stell dir vor, du hast eine kleine Webseite hier mit diesen Sachen hier gemacht, ja, und schickst den Code deiner Freundin, ja, und die ruft das Ding, deine Webseite, aber nicht mit deinem Laptop auf, sondern die ist gerade unterwegs beim Eisessen und zückt ihr Handy und klickt auf den Link, den du ihr geschickt hast. Ja? Und du schreibst noch dazu, schau mal meine schöne neue Webseite. Ja? Die klickt drauf und schreibt dann zurück, Mann, das sieht ja echt scheiße aus. Ja? Was ist da passiert? Ja? Das heißt, es kann sein, dass du hier nicht drauf geachtet hast. Ja? Was bedeutet responsiv? Bedeutet, ja, dass die Webseite oder das, was du eben gemacht hast, das sollte natürlich auf Handy und Tablets und so weiter auch cool aussehen. Ja. Aber das geht nicht von alleine, ja. Das heißt, es gibt bestimmte Techniken, die du kennen solltest, und damit ja, da pff, letztendlich dann ein cooler Kommentar kommt von deiner Freundin, die schreibt dann zurück, ja, die Seite sieht cool aus, hast du gut gemacht oder so. Ja. Also, was für Techniken sind hier am Start? Ups, ich muss aufpassen auf mein Mikro. So, also. Du kannst zum Beispiel mit Tailwind arbeiten, du kannst mit Bootstrap arbeiten, ist weit bekannt. Ja, du kannst, also es gibt auch so, schreibe ich mal hier rein. Es ist vor allem, wenn du Tabellen machst, ja, ist gut, wenn du mit CSS-Grid-Techniken, Flexbox arbeitest, CSS-Flexbox, Flexbox. Media Queries, ja, ganz wichtig. Media Queries, ja. Kannst du alles bei YouTube eingeben, ja, und dir die Techniken mal angucken. Ja, es gibt endlos viele Videos über JavaScript, über Bootstrap, wie auch immer. Ich schreibe es dir hier mal noch dazu, ja, YouTube, oder du gehst auf Metres Cool, ja, oder du guckst in den Programmierbaum von Schulhof Programmierung, ja, Programmierbaum von Schulhof Programmierung. Ja. Kurz mal ab hier. So. Ja, das sind also extrem wichtige Techniken, die du kennen solltest, wenn du hier einsteigen willst in die klassische Webprogrammierung. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich aber nur so praktisch das Frontend. Ja, hatte ich jetzt erklärt, was das genau ist. Alles, was du siehst auf dem Handy letztendlich. Ja. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu der Sache, was du nicht siehst, ja, was aber trotzdem am Start sein sollte,
weil sonst vieles nicht funktioniert. Das heißt, das Backend, ja, dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen an. Mit was für Techniken kannst du da arbeiten? Ja, das steht zum Beispiel in einer Anzeige, ja, wir suchen einen Backend-Entwickler und so weiter. Also im Backend ist halt oftmals PHP natürlich am Start. Ja, es gibt auch natürlich andere. Du kannst auch mit Node.js arbeiten, du kannst mit Python und Django arbeiten für ja, große Business-Geschichten oder mit kleineren, mit Python und Flask. Ja. Du kannst auch mit Firebase als Hintergrund arbeiten und so weiter. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, also im Backend. Ja, zu stimmen. Also PHP ist natürlich, gerade wenn du zum Beispiel in WordPress, ja, gehen wir mal hier. WordPress ist ja ein CMS-System, nutzen natürlich viele, ja, um Webseiten zu bauen, ja, weil sie da nicht erstmal keine großen Programmierkenntnisse haben müssen. Ja. Man arbeitet hier halt mit Plugins und Themes und so weiter. Ja. Und da ist eben viel, also HTML, da ist auch HTML am Start, das ist CSS am Start, natürlich ist das JavaScript am Start und natürlich hast du da PHP am Start. Ja, also praktisch für das Backend jetzt zum Beispiel. Ja. PHP kommt oftmals vor, wenn du mit dem Framework Laravel, ja, hast du vielleicht auch schon irgendwo gelesen, bei irgendwelchen Stellenanzeigen, ja. Ich suche einen PHP-Entwickler, Schwerpunkt, ja, mit Laravel Framework, ja. Da kannst du halt alles Mögliche auch bauen, ja, wenn du da hier so fit bist, ja. Wir sind ja aber hier jetzt eigentlich schon im Backend. Mit Node.js kannst du arbeiten, wie gesagt, kannst mit Python und Django, Python und Flask. Oftmals ist es ja so, in Python, wollte ich jetzt hier mal ein bisschen näher eingehen, kommt oftmals ja die Frage, ja, oder viele fangen mit Python an. Kannst du natürlich machen. Das Problem ist natürlich, wenn du in die Webentwicklung gehst, ja, würde ich erstmal so mit Frontend hier beginnen. Ja, mit HTML, CSS, JavaScript. Ja, weil du siehst, das ist so ein Backend. Es ist dann einfacher zu lernen, sage ich jetzt mal. Ja, wenn du erstmal das Frontend, wenn du weißt, was passiert eigentlich im Frontend, und dann gehst du ins Backend und lernst zum Beispiel gezielt Python in Django oder Python in Flask, ja, wie auch immer. Ja. Mit Python kannst du natürlich endlos viele Sachen machen. Es gibt sehr viele Richtungen. Ja, ich kann jetzt hier mal so ein bisschen drauf eingehen, weil viele mit Python starten auch. Ja, du kannst also zum Beispiel, du kannst auch kleine Spiele programmieren. Ja, Spiele, das kannst du mit Pygame, also Python und Pygame-Technik machen. Ja, kannst du dir alles bei YouTube anschauen. Es gibt echt alles dort. Du kannst auch mit Python und Rosina, also es ist immer noch so ein bisschen Spieleentwicklung gehen, ja. Du kannst natürlich auch im Bereich Machine Learning gehen, ja. Machine Learning gehen, du kannst, was kann man noch alles machen? Ja, ganz coole Technik ist natürlich die Python und die Kindertechnik, was kann man da machen? Das ist eine sogenannte GUI. Ja? Es ist praktisch eine grafische Oberfläche, wo du Programme machen kannst. Ja? Wenn du es irgendwo liest, den Begriff, schreib es hier mal auf: Graphical User Interface. Ja? Gibst du auch einfach mal bei YouTube ein und dann siehst du schon, kannst du zum Beispiel kleine Programme, kannst ein Rechenprogramm, was weiß ich, Taschenrechner oder irgendwas, was immer du bauen willst, ja, wo du eben sehen kannst, der User klickt dann drauf und es passiert dann eben irgendwas. Ja. Das ist praktisch eine GUI, eine Graphical User Interface. Ja. Sehr spannende Technik, macht natürlich mehr Spaß, wie wenn du jetzt praktisch ja, nur eine Konsole oder so rummachst, ja. Würde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann kannst du natürlich auch mit, ja, wie gesagt, also Python in Django und Python Flask so im Web, als ja, wenn du im Bereich Web unterwegs bist. Dann gibt es natürlich auch noch Techniken wie PyScript. Ja, was ist das?
Aber dafür ist so praktisch HTML-Code in Python-Code aus. Ja? HTML in Python nennt sich PyScript. Kannst du dir auch angucken. Gibt es auch ein Video, hatten wir geschaltet von Schulhofprogrammierung. Gibst du einfach bei YouTube ein, PyScript, und dann wirst du fündig, wie du das aufbauen kannst. Kannst du auch, ja, verschieden. Also Python kann man praktisch mit PyCharm, also letzte PyCharm runter, PyCharm. Oder du kannst Python auch ausführen in Visual Studio Code. Das geht natürlich auch. Studio Code. So. Wie sieht Visual Studio Code aus? Klicke ich hier mal drauf. Zack. Damit du das mal siehst, wenn du ganz neu bist. Also hier kannst du zum Beispiel auch HTML, CSS, JavaScript und so weiter. Und es ist möglich, kannst du hier ausführen. Ja, das ist also Visual Studio Code. Genau. Je nachdem, für was du dich da hier eben entscheidest, sage ich jetzt mal. Ja. Also Python ist natürlich riesig, wird oftmals eben auch benutzt, ja, für Anfänger, die steigen da gerne ein. Aber wie gesagt, wenn du in die Webentwicklung gehen würdest, würde ich vielleicht erst so anfangen und dich später vielleicht gezielt mit diesen Sachen hier beschäftigen. Aber wie auch immer, wie du machen willst. Ja? Das ist ja hier also so ein bisschen der Ausflug hier im Bereich Python, wie gesagt. Es gibt noch eine weitere spannende Technik in Python und nennt sich praktisch, gehört auch zu dieser GUI-Geschichte, ja, wo du so eine Oberfläche, wo du so Programme bauen kannst. Ja. Und zwar nennt man die Python und also PYQT5 nennt sich die. Ja. Findest du auch auf YouTube. Einfach mal eingeben und gucken, was man da machen kann. Ja. Sehr cool, auf jeden Fall auch. Genau, es gibt auch noch Kiwi, ist auch noch so eine GUI-Geschichte, glaube ich. Könnt ihr einfach mal gucken hier, was es da noch alles Cooles gibt. Und jetzt das so grob, wenn du gar nicht in die Webentwicklung willst, sondern vielleicht einfach ja, in Python siehst, hier kannst du auch alles Mögliche ja, machen und ausführen und wie auch immer. Ne? Python ist schon auch sehr spannend. Genau. Also das ist jetzt hier so ein bisschen Frontend und Backend. Backend ist praktisch das, was du nicht siehst auf einer Webseite. Ja? Also die Verarbeitung der Daten im Hintergrund, so könnte man es praktisch sagen. Oder wenn du zum Beispiel ein Login bauen willst, ja, kannst du zum Beispiel Firebase nehmen oder mit Python und Django kannst du auch ein Login bauen und so weiter. Ja? Das ist praktisch Backend. Ja? Das ist Frontend und das ist Backend. Ja? Du siehst, es gibt schon jede Menge hier auf unserem Programmieren-Straßennetzplan, sage ich jetzt mal. Hier musst du halt echt ein bisschen aufpassen, ne? Was halt auch wichtig ist, dass du nicht jeden Tag irgendwie eine andere Programmiersprache anfängst, weil sonst landest du irgendwo echt in der Wüste. Das heißt, ja, am Schluss weißt du überall so ein bisschen was, aber letztendlich dann doch nichts so richtig, sage ich jetzt mal. Ja. Also immer aufpassen, dass du hier nicht in der Wüste landest, ja. Jetzt hatte ich hier noch das Schild hier drüber gepappt hier. Also, ja, ist aufgepasst. Eigentlich hätte ich das rot machen müssen, ja, aber egal. So, also. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Frontend, ein bisschen Backend, ja. Und was bedeutet jetzt Full Stack wäre jetzt zum Beispiel so ganz grob, wenn du diese Techniken drauf, also beides drauf hast, wenn du Frontend drauf hast und wenn du Backend eben auch fit bist. Ja. Kommen natürlich noch viel, viel mehr Techniken und so weiter, die dann oftmals gefordert werden in irgendwelchen Anzeigen und so weiter. Aber jetzt mal so ganz grob machen wir hier mal so ein bisschen Überblick, ja, damit du weißt, okay, hier könnte ich das und das hier eigentlich machen und so könnte ich cool an den Start gehen, sag ich mal. Ja. So, das ist Python hier.
Ja, und jetzt gucken wir hier auch noch ein bisschen in die App-Entwicklung. Ist ja natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn du sagst, ja, ich, weil es sind dann teilweise dann doch ein bisschen andere Techniken am Start. Ich schreibe mir hier mal noch App-Entwicklung. So. Auch sehr spannend natürlich, ja, ist klar. Du hast wahrscheinlich auf deinem Handy endlos viele Apps drauf, ja, wo du alles Mögliche jetzt innerhalb von Sekunden abrufen kannst. Doch was für Techniken stecken da dahinter? Wir gucken es uns an. Hier musst du auch so ein bisschen unterscheiden, ja, wenn du also ein Android-Handy hast zum Beispiel, ja, dann kannst du Java oder Kotlin lernen, ja. Wenn du iOS-Entwickler werden willst, dann kannst du die Programmiersprache Swift lernen. Ja. Das ist so eine grobe Einteilung, sage ich jetzt mal. Ja. Kotlin ist natürlich schon sehr, sehr ja, wie wichtig, sage ich mal. Ja. Und hier eben, wenn du ja, im Bereich eben iOS einsteigen willst, ja, oder Mac hast und du willst dich nur auf Apple, dann lernst du die Programmiersprache Swift. Ja. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Sache hier. In der App-Entwicklung solltest du unbedingt wissen, es gibt sogenannte Cross-Techniken. Cross bedeutet, man schreibt nur einen Code und praktisch kannst du diesen Code praktisch für beides nutzen. Ja? Also für Android und für iOS. Ja? Android und iOS. Und da gibt es auch wieder spezielle Techniken. Gucken wir uns an. Ich habe es hier geschrieben. Natürlich ist so sofort, also Dart und Flutter ist natürlich am Start. Ja. Hat es jetzt zum Beispiel hier, also Dart wäre praktisch die Programmiersprache. Ja, Dart ist die Programmiersprache. Und Flutter wäre das Framework dazu. Ja. Also dieses Programmiergerüst, sage ich mal. Ne. Wenn du Dart und Flutter zum Beispiel mal ausprobieren willst, dann googelst du einfach Dartpad. Schreibe ich dir auch noch auf. Dartpad. Und kannst du einfach mal ja, gucken. Und das Ding mal ausprobieren. Ja? Das ist natürlich cool, weil du brauchst natürlich dann, also ja, wenn du jetzt zum Beispiel, du willst ja nicht eine App bauen, ja, und du willst natürlich für beides, für Android und für iOS, willst du das haben, ja, dann kannst du hergehen und das dann wieder so lösen, ja, dann hast du natürlich riesigen Aufwand und du musst es natürlich auch, also du musst natürlich auch das Wissen dazu haben, ja, eben, ja, also du musst Kotlin und Swift zum Beispiel können. Ja, oder du kennst jemanden, der dir, wenn du jetzt Kotlin kannst und du willst aber zusätzlich noch, dass die App eben auch ja, mit der Programmiersprache Swift läuft, also iOS, ja, musst du es entweder selber lernen oder gucken, eben, wo du jemand hinkriegst. Ja. Und deshalb gehen natürlich manche her oder viele her und sagen, okay, ich nehme so eine Cross-Technik, ja, da schreibe ich nur einen Code und kann das dann für beides nutzen. Ja, und das wäre im Dart und Flutter zum Beispiel. Genau. Für was, wie kriegst du Dart und Flutter überhaupt an Start? Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Da kannst du über das Dartpad, googelst du einfach Dartpad und findest du es. Was brauchst du, um Dart und Flutter-Code auszuführen? Schreibe ich dir auch noch auf. Nutzt du Android Studio? Ja, kannst du da nehmen. Einfach runterladen. Und dann kannst du praktisch Dart und Flutter-Code schreiben.
Ja. Gibt es auch sehr viele Videos, englische, deutsche, was auch immer. Guck einfach auf YouTube, ja. Dann hast du einen ganz schnellen Einstieg. Oder geh in den Programmierbaum von Schule auf Programmierung, dort ist auch riesiges. Unter DB Dart findest du dort auch endlos viele Infos zu Dart und Flutter-Programmierung. Manche nutzen auch React Native jetzt zum Beispiel, ja. Es gibt auch noch sozusagen so Web-App, hast du bestimmt auch schon gehört. Was ist das? Web-App. Es gibt manchmal eben die Möglichkeit, da codest du praktisch, ja, wie so eine Art Homepage praktisch, HTML, CSS und JavaScript. Und dann konntest du hergehen und dann klickt derjenige hier oben zum Beispiel auf so drei so Punkte, ja, und dann steht da zum Bildschirm hinzufügen, ja. Und dann kann er praktisch diese, ja, es ist eben so eine Mischung aus App und Webseite, sage ich jetzt mal, ja, dann kann er diese praktisch mit einem Icon auf sein Handy ziehen. Ja, das wäre praktisch so eine Web-App-Geschichte. Ja. Hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, wie du das genau machen musst, weil du musst das Ganze mit einer JSON zum Beispiel verbinden, JSON-Verbindung herstellen, mit Manifest, Firebase kannst du das machen zum Beispiel. Link findest du in der Videobeschreibung, falls dich das interessiert, wie man eine Web-App baut. Das ist gerade für Anfänger eine interessante Sache, weil da kannst du praktisch diese hier nutzen, ja, HTML, CSS und JavaScript und verbindest den Code einfach mit Manifest Firebase. Das ist relativ einfach, sage ich jetzt mal. Und dann hast du schon eine kleine Web-App gebaut. Das ist ziemlich cool. Einfach mal ausprobieren. Ja, in der App-Entwicklung gibt es auch natürlich noch andere. Ionic gibt es zum Beispiel noch. Ionic schreibe ich dir noch auf. Ja, also es gibt auch eben sehr, sehr viele Techniken, die ich jetzt einfach mal so grob hier was sehe, die App-Entwicklung hier. Ja. Dann gibt es natürlich noch viele Techniken im Bereich C. Ja, C, praktisch die Mutter der Programmiersprache schon fast. Ja, dann gibt es C++, C#. C# wird eben auch oftmals sehr für die Leute, die Spieleentwicklung machen und so weiter. Was auch sehr wieder am Kommen ist, ist Rust. Ja. Einfach mal googeln, was ist da mit Rust. Ja. Und Python und so weiter hatte ich ja schon so ein bisschen Einblick hier gegeben. Ja. Ich habe natürlich jetzt hier nicht alle Programmiersprachen der Welt, sondern einfach ja, so ein paar wichtige Techniken, wie du einsteigen kannst für Programmiereinsteiger. Für was sind sie gut? Was brauche ich dazu? Ja. Um diese Sachen hier auszuführen, brauchst du, kannst du auch Visual Studio Code hier nehmen. Ja, das ziehst du dir einfach runter. Ganz wichtig ist natürlich, dass du hier dir den ja, Live-Server praktisch noch holst dazu. Ja. Und das erste, was du praktisch machst, wenn du den mit dir Visual Studio Code hier runtergeladen hast, ja, dann wenn du noch nie mit dem Ding gearbeitet hast, dann ist es wichtig, dass du dir den Live-Server hier drauf machst. Ja. Den kriegst du hier über die Extensions. Ja. Und gibst hier oben Live-Server hier ein. Live-Server. Ja. Dann klickst du hier auf Download oder Install. Ja, so ein blauer Button erscheint, dann dauert so eine Minute und dann kannst du hier unten praktisch über Go Live immer sehen, wie deine Webseite jetzt zum Beispiel aussieht. Ja. So funktioniert das. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, da habe ich so einen kleinen Wochenplan hier gebaut. Ja, also ich habe den Live-Server jetzt zum Beispiel jetzt hier drauf und wenn ich jetzt hier draufklicke, ja, dann habe ich praktisch immer so eine Vorschau, ja, von meinem Dings, wo ich jetzt zum Beispiel hier eintragen kann, was ich Montag machen will, was ich Dienstag machen will und so weiter. Ja. Und in Visual Studio Code kannst du praktisch deinen Code aufbauen, ja, wenn du jetzt sagst, ich will im Frontend da einsteigen, ja, kann ich dir auch einen Link
Videolink hier verlinken. Dann schreibst du zum Beispiel index.html hier über das Pluszeichen und dann schreibst du style.css und dann gibst du JavaScript hier ein und kannst dann loslegen, sage ich jetzt mal. Ja? Genau. Eine weitere Schwierigkeit ist ja oftmals, wo finde ich eigentlich. Ja, wo kriege ich das eigentlich alles her? Gucken wir gerade mal kurz. Wenn du irgendwas nicht weißt, ja, dann gehst du hier einfach auf Schulaufprogrammierung in diesen Baum hier rein. Ja. Da hat es auch nochmal alles erklärt, auch was diese Sache mit C und C++ und so weiter, das sollte ich alles jetzt total in den Raum sprengen. Aber wenn ich jetzt sehe, ist alles alphabetisch praktisch. Ja. Jetzt gehst du hier in den Programmierbaum und kannst hier zum Beispiel eben C-Programmiersprache. Ja. Dann kannst du hier das alles hier nachlesen. Ja, was ist da, was kannst du alles mit C oder C++ oder was auch immer du lernen willst, kannst du hier nochmal nachschauen. Ja, oder hier ist auch nochmal alles, was, wenn du Angular lernen willst oder wie kannst du sonst einsteigen. Genau, also jede Menge Möglichkeiten oder Bootstrap, ja, hat es auch erwähnt, eben nochmal, ja. Hier sind auch nochmal die Techniken, so CSS Grid und so weiter, Flutter natürlich, ja, in die App-Entwicklung, wenn hier einsteigen willst, einfach mal reingucken, ja, wie funktioniert das, was brauche ich und so weiter, ja. Oder halt hier, was ich jetzt auch genannt habe, wie installiert man den Live-Server. Hier findest du zum Beispiel das Video, ja, unter L wie Live-Server. Sehr wichtig, weil du willst natürlich sehen, ja, wie sieht das Ganze, was du für Code geschrieben hast, wie sieht das Ganze auf einer Website dann eigentlich ungefähr aus. Ja? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel startest, egal mit was du jetzt startest, ja, kannst dann praktisch hier so ein bisschen das Video hier so ein bisschen gucken. Ja, ich habe jetzt hier alles so ein bisschen grob aufgeschrieben, ja, was du so machen kannst, welche Möglichkeiten du hast und du kannst zusätzlich den Baum eben nutzen, ja, wenn dir doch noch was unklar ist, wie du anfangen sollst. Ja. Also hier also auf jeden Fall hier so. So grob, wie gesagt, das sind natürlich jetzt nicht alle Programmiersprachen der Welt, aber so grob, ja, so ein paar Richtungen, die vielleicht für dich interessant sein könnten und schreib's mir gerne in die Kommentare, wenn du vielleicht mit einer anderen Sprache oder Technik eingestiegen hast und so, dass andere eben auch davon profitieren können. Und bevor du jetzt wegklickst, abonniere unbedingt den Kanal von Schulhof Programmieren. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen. Für was ist was eigentlich zuständig? Macht's gut und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.